Bart, ein 8 Liter Frostschutzmittel, extra stark. Kelly, du saufst so stark. Ich wette, das hat dir schon lang keiner mehr gesagt. Ich werde den Oszillographen anschließen. Bereit! Also, Kinder, nicht vergessen, das ist der erste Arbeitstag eurer Mutter. Sie ist wahrscheinlich ein bisschen nervös, ein bisschen unsicher. Also, wenn sie jetzt die Treppe runterkommt, wollen wir alle hinter ihr stehen wie eine Familie. Nicht lachen. Tag, Al. Ich komme, um Peggy zur Arbeit abzuholen. Kelly! Mom ist da! Mom! Oh, wie ich dich die ganze Zeit vermisst habe. So, jetzt muss ich aber gehen. Es wartet jemand auf mich. Kann ich $5 haben? Ja, klar. Danke, Mom. Ehrlich, Kel, weißt du, dass ich dir schwer auf den Fersen bin? Nur noch 2 Jährchen und wir sind in derselben Klasse. Siehst du ein Fischauge? Nein, aber ich sehe ein Hühnerbein. Ich wünschte, ich wäre tot. Ich wünschte, ich wäre blind. Oh, Verzeihung. Ich wollte dich nicht erschrecken. Ich bin nicht erschrocken. Das war eine Reflexreaktion aus dem Krieg. Hast du deine Schwester gesehen? Nein, danke. Ich trinke doch noch. Hey, Dad. Wir haben heute Zeugnisse. Ich habe 4 Einsen und 2. Aber genug von mir. Besser wird's. Ich hab's verloren. Tja, hast du ein Glück. Ich hab's gefunden. Es muss aus deiner Tasche gefallen sein und hat sich zufällig unter dein Bett geschoben. Ich suche einen schönen Abendschuh. Ja, natürlich. Ich messe gleich ihre Brust. Ich meine... Du hast einem Mann nicht gehorcht, was bedeutet, du hast deine Pflicht als Frau nicht erfüllt. Willst du tanzen? Macht es dir nichts aus? Natürlich nicht. Furchtbar gern. Möchten Sie gern mit mir tanzen? Es ist schon fast 1 Uhr morgens und du hast meine Tochter geküsst. Psycho Dad! Peggy, Peg, Peg, schau, schau! Das ist das Ende des Geländers. Marcy Darcy. Aber wirf einen Blick auf meine besten Socken. Oh, Miss, Sie haben Ihren Fliegenfänger fallen lassen. Oh, entschuldigen Sie bitte. Was ist das für ein hässliches Monster? Na, das ist Peg, die kennst du doch. Schatz! Ja! Rat mal! Was? Ich bin auch schwanger! Schau im Notizbuch nach. Vor 5 Monaten, sagst du? Oh, Al, ist das nicht dein Traum? Ja, das will ich auch hoffen. Gewinner der Stadtmeisterschaft 66, 4 Touchdowns. In einem Spiel. Sieh dir das an. Und dann weißt du, was du nie wieder haben wirst. Zeig mir deine Bewerbung. Die ist leer. Ja, du hast das, was man als Burgerbedienung braucht. Hallo, Nikolaus. Du brauchst dem Nikolaus nicht zu sagen, was du dir wünschst. Du wünschst dir ein paar Brüste. So wie eine erwachsene Frau. Kleines Problem, Peg.
Das ist ein Job für die alte Betsy. Da drin ist es schlimmer, als ich dachte. Mach's gut, alte Betsy. Das ist ein Job für Betsys Mutter. Die echte alte Betsy. Kissed at the turn of a mile. My curiosity running wild. Sie sind eingestellt. Und wie ist dein Name? Tumbalina! Ihr braucht uns flaschenöffnende, ölwechselnde, spinnenzerquetschende, Möbel hin- und herrückende Männer doch viel mehr als wir euch. Gerade komme ich vorbei. Was gibt's denn? Geh ins Auto. Aber Elle und die haben mich gezwungen... Geh ins Auto! Kelly, ich dachte, du wärst aus mit Mayday. Mayhem. Der war um 8 Uhr dran. Meine echte Verabredung ist mit Pinworm. Er holt mich um 11. Naja, wenn einer Kaution stellt. Es ist Valentinstag. Und sicher schenkst du mir wieder nichts. Ach, hör auf, Peck. Ich wusste, dass Valentinstag ist und ich hab dir was... Hier... Ich hab hier diesen Dollar und dieser Dollar ist ein besonderer Dollar, Peck. Denn wie du hier siehst, endet die Seriennummer mit einem T. T bedeutet alles Gute zum Valentinstag. Und nachdem du dich geduscht hast und eingeölt und eine Banane vor mir gegessen hast. Oh, entschuldigen Sie bitte. Macht gar nichts. Einem Schälchen Salzgebäck vor uns und einem kühlen Blonden in der Hand und Baseball zu glotzen. Aber seitdem man uns dieses Recht streitig macht und die Clubbesitzer und Spieler ihre Meinungsverschiedenheiten nicht bereinigen können, lass dich durch mich nicht stören. Tu einfach so, als wäre ich nicht hier. Ich suche mein Tittenwunderheft. Dad, warum sollte ich solche Hefte brauchen? Ich kann genug echte Frauen haben. Ja. Yeah. Die hatte ich ganz vergessen. Sie wagen es mir, das einfach so ins Gesicht zu sagen? Die können es natürlich auch von hinten haben. Da muss ich aber vorher noch mal tanken. Oh, mein Gott. Achtung, ganz unauffällig, Mädels, Traummann auf 4. Oh! Miss Chicago wird Ihnen eine Kaugummiblase vorblasen. Oh, Marcy, herzlichen Glückwunsch. Ich wusste nicht, dass du schwanger warst. Nicht schießen! Mrs. Peggy Bundy würde nun gerne ein paar Worte sagen. Mein Ehemann ist eine dumme Nuss. Eine wunderschöne Rede, Mom. Warum? Habe ich Ihnen schon gesagt, wie hübsch Sie heute aussehen? Nein. Gut, dann wird mein Hirn noch mit Blut versorgt. Runter mit dir und ich will 50 sehen, du Abschaum! Alles, was ich habe, sind diese 5! Oh Gott, hier unten ist es aber höllisch heiß. Okay, schon klar.